Blick auf die heftige Debatte um die Zukunft des Flughafens Tegel schlägt die AfD einen Sonderausschuss im Abgeordnetenhaus vor. Es sei höchste Zeit, dass sich das Parlament durch Anhörung von Experten einen realistischen Eindruck der Möglichkeiten und Notwendigkeiten im Berliner Luftverkehr verschaffe, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Frank-Christian Hansel, am Mittwoch. Ich fordere insbesondere die rot-rot-grünen Regierungsparteien auf, den ideologischen Grabenkampf aufzugeben und sich unabhängigem Sachverstand zu öffnen. Laut Geschäftsordnung kann das Abgeordnetenhaus Sonderausschüsse einsetzen für einzelne Angelegenheiten, die von Fachleuten gesondert bearbeitet werden sollen. Nötig dazu ist eine Mehrheit im Plenum.